ich habe auch schon okay. gefrühstückt, kein Problem. Mm. Spasiba. Ich gebe an mit meinen fünf Begriffen, die ich Russisch kann. Okay. Das sind mehr als Roman. Ja, das sind mehr als ich kann. Ich kann tatsächlich auch ein bisschen Russisch. Okay, dann starten wir. Gerne. Okay, dann zähle ich einmal den Countdown runter. 3, 2, 1. Als ich zum ersten Mal hörte, dass unser heutiger Gast ein Doktor der Chemie ist, dachte ich zunächst an Szenen in der Serie Breaking Bad. Gott sei Dank nutzte Dr. Karamba Diaby sein chemisches Know-how für weitaus konventionellere Themen, Kleingärten. Dazu später mehr. Der im Senegal geborene Wahlallenser sitzt seit mittlerweile 7 Jahren im deutschen Parlament und ist dort Teil derer Ausschüsse, die sich als Schwerpunkt die Menschenrechte, humanitäre Hilfe und weitere soziale Belange der Menschen gemacht haben. Wir wollen mit Dr. Diaby über seinen Werdegang, aktuelle politische Themen und die Mitgestaltung jüngerer Menschen im politischen System reden. Ob unsere Enfants, terrible Romka und Mock heute wohl Antworten auf die wichtigen Fragen der Politik finden? Alors, Vorrang auf! Ménage à trois, der Podcast mit Mock und Romka. Bonjour und herzlich willkommen zum Podcast Ménage à trois. Mir gegenüber der wunderschöne Mock. Hallo Roman. Und unser wundervoller Gast, aber Doktor Karamba Diaby. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen, Herr Diaby. Vielen Dank. Genau, Karamba Diaby, Doktor der Chemie und Bundestagsabgeordneter. Meine Frage wäre als allererstes, was ist Ihr Highlight der letzten 7 Tage? Das ist immer so eine Frage, die wir uns viel zu selten stellen. Aber wenn Sie sagen müssten, jetzt so ein Highlight, eine Sache, die Sie besonders vielleicht in Erinnerung, die Ihnen vielleicht besonders in Erinnerung geblieben ist, ja, sagen Sie einfach. Eine der Highlights der letzten 7 Tage war der Beschluss des Bundestags zur Grundrente. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz großer sozialer Meilenstein in unserer Gesellschaft. Und da war ich dabei und da habe ich mich sehr gefreut, dass wir endlich mal eine Grundrente in Deutschland haben. Ja, der Weg dahin war lang. Ja, der Weg war sehr lang und sehr, sehr steinig, da der Koalitionspartner immer wieder überzeugt werden muss bis zur letzten Minute. Ja. Insofern kann man sagen, schön, dass die Rentner in Deutschland jetzt wirklich eine Respektbotschaft bekommen haben, zu sagen, das, was ihr geleistet habt, ihr habt das verdient, dass die Politik das auch so mit so einer Entscheidung begleitet. Ja. Ich würde am liebsten fast jetzt schon einsteigen und deep reingehen. Glauben Sie denn, dass das Rentensystem, so wie es momentan existiert, große Zukunft hat für Deutschland? Ich denke schon, dass Deutschland eine der besten Rentensysteme in der Welt hat und unser Sozialsystem funktioniert gut. An der einen oder anderen Stelle gibt es sicherlich Änderungsbedarf, wenn man sieht, dass wir beispielsweise nach Grundrente immer wieder die Frage bekommen, was ist denn mit Leuten, die 28 Jahre gearbeitet haben und die sehr wenig Rente bekommen, die haben auf alle Fälle gearbeitet. So, da muss man sich darüber auch Gedanken machen, wie wir das klären. Und unser Rentensystem müssen wir auch immer wieder darauf achten, dass das auch nachhaltig ist. Nachhaltig ist meiner Meinung nach diese doppelte Haltelinie, die wir gerade oder seit einigen Jahren festgehalten haben, damit das auch generationengerecht wird. Das heißt, das Rentenniveau und Beiträge, die müssen in einer Ausgewogenheit auch sein, damit das nicht einseitige Belastungen da führt. Und da sind einige Punkte, die zu nennen sind und in Bezug auf die Veränderung des Arbeitsmarktes wird es auch so sein, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, die Arbeit für morgen, wie sieht das aus? Ist das
momentan passt das alles zu unserem jetzigen Rentensystem, wenn wir wissen, dass durch Digitalisierung die Beschäftigungsarten werden sich völlig verändern. Ja. Da muss man uns längerfristige Gedanken darüber machen, wie wir das alles umjustieren. Die SPD hat ein Papier, ein Konzept, das nennt sich Sozialstaat-Konzept. Da sind einige Bausteine drin, die kann man sich ganz gut anschauen, ist auch im Netz zu finden. Gegebenenfalls von Zeit zu Zeit das natürlich auch anpassen. Genau, es muss halt immer wieder nachjustiert werden und genau, wenn man halt nachhaltig sein will, immer mal wieder Anpassungen tätigen, damit dieses Rentensystem halt auch nachhaltig ist, weil aktuell sieht es ja so aus, als würde ein kleiner Teil der Bevölkerung in Zukunft einen großen Teil der Bevölkerung bezahlen oder unterstützen. Und ja, also ich glaube, fürs Erste, für die nächsten Jahre ist das ein wichtiger Schritt gewesen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, ich bin da so noch so ein bisschen zwiegespalten. Aber Sie hatten gerade gesagt, 28 Jahre gearbeitet. Ich glaube, so wie ich das mitbekommen habe, sind es, glaube ich, ab 33 Jahren. Genau, also jetzige Renten, Grundrente ist ja so, dass Menschen, die bis 33 Jahre gearbeitet haben, bekommen eine Grundrente, wenn sie, also wenn man das Beispiel einer Friseurin nimmt, die über 30 Jahre gearbeitet hat und 450 Euro Rente bekommt. Ja. Nach Grundrente wird sie über 900 Euro Rente bekommen. Ja. Ich denke, das ist schon eine ganz, ganz wichtige Entscheidung für diese Person, dass man ihr sagt, deine Arbeit, die du gemacht hast, wir zeigen dir Respekt und das ist auch kein Geschenk. Das ist wichtig. Ja, und auch wichtig, das macht auch die Sozialdemokratie auch irgendwie aus. Das ist ja auch ihre Partei, das muss man ganz kurz sagen. SPD-Abgeordneter für Halle. Wir können gleich gerne nochmal auf die Grundrente. Ja, wir sind gleich direkt deep in die Politik eingestiegen. Ich wollte nochmal ganz kurz fragen, wenn man so nochmal ins Ausland schaut, hat uns am Sonntag eine Nachricht erhalten, die wir hatten am Samstag eine Aufnahme mit einem Musikproduzenten und haben dort zwangsläufig über Kanye West geredet. Ich weiß nicht, ob das für Sie ein Begriff ist. Mit was? Mit Kanye West. Das ist ein Musiker. Und Künstler. Der sich jetzt zum Präsidenten der amerikanischen oder Amerika doch, ich habe gesehen. Genau, der hat sich auch, der will sich, ja, ja, der will ich habe gesehen, neben Kampf, Trump, hat man ein Bild gesagt, er stand neben Trump. Genau. Von wann das Bild ist, weiß ich nicht, aber das habe ich gesehen. Ist noch nicht allzu lang her, da war er auch im Weißen Haus zu Gast. Ich glaube auch schon öfter zu Gast gewesen. Und ja, man hatte immer so ein bisschen den Eindruck, als würde er ich weiß nicht, das vielleicht so ein bisschen zur Schau stellen, dass er sich damit Trump trifft. Und jetzt sieht es wohl so aus, als würde er für die Präsidentschaft kandidieren. Vielleicht können Sie ja vielleicht ganz kurz, wenn Sie dazu keine Meinung haben, ist es auch okay, aber vielleicht könnten Sie ja mal ganz kurz sagen, was Sie davon halten, wenn sich Künstler und, sag ich mal, Musiker oder halt Leute aus dem kreativen Bereich oder aus anderen Bereichen sich für so eine Präsidentschaft ankündigen. Also ich finde im Allgemeinen sehr gut, wenn in der Politik die Mischung so ist, dass alle gesellschaftlichen Gruppen vertreten sind. Ja. Also das heißt, die politische Familie, wenn man das so nennen darf, muss auch die Gesamtgesellschaft widerspiegeln. Es ist eine Manko, wenn wir dann sehen, dass nur bestimmte Berufsgruppen in der Politik vertreten sind oder stärker vertreten sind, wie Juristen, Lehrer, Beamten und so weiter und so fort. Schafft ein Ungleichgewicht. Ja, dieses Gleichgewicht muss da sein. Das trifft natürlich auch zu für Menschen mit Migrationshintergrund und andere Minderheiten in den Ländern. Das ist, finde ich, wichtig. Und Künstlerinnen und Künstler, Musiker, aber auch Sportlerinnen und Sportler finde ich gut, wenn sie da in der Politik gehen. Ob das Präsidentschaft ist oder in den Parlamenten ist, ich denke, das ist alles ein gutes Zeichen, weil jeder bringt seine Erfahrung mit. Und das finde ich ja immer wichtig zu wissen. Also haben Sie die Kandidatur oder die Spaßkandidatur von Jan Böhmermann zum SPD-Vorsitz, Neustadt 19 hieß das Projekt, haben Sie das mitverfolgt und wie schätzen Sie das ein? Hätten Sie ihn gewählt? Ja, ich habe, er ist gar nicht dazu gekommen. Also ich denke, dass Böhmermann, wenn das so ist, dass er Aktivitäten in der SPD
mitträgt, dann ist er ein ganz gleichberechtigtes Mitglied wie jeder andere. Und in der SPD ist es nun mal so, dass wenn man Mitglied ist, dann hat man auch nicht nur Rechte, man hat auch Pflichten. Ja. Zu den Pflichten nicht nur Beiträge zahlen, sondern auch mal sich sehen zu lassen bei Veranstaltungen. Und auch bei Wahlen ist es so, dass man Plakate klebt, egal ob Professor der Universität, Professor der Universität oder eine Reinigungskraft ist. Ja. Jeder ist gleichberechtigt als Mitglied und jeder trägt auch dazu bei. Und wenn Herr Böhmermann das auch macht, dann sehe ich da keine Gründe, ihm als Spaßkandidat oder ähnliche Dinge zu nennen. Okay. Also hypothetisch hätten Sie ihn gewählt? Zum SPD-Vorsitz? Das weiß ich nicht, weil da er nicht kandidiert hat, habe ich mir gar keine, keine Gedanken darüber gemacht. Es gab genug anderen, die so war standen. Okay. Ja, stimmt, das Feld war breit gefächert. Auf jeden Fall. willst du dann mal übernehmen? Genau, wir machen jetzt, Sie schreiben jetzt quasi in unser virtuelles Freundschaftsbuch. Mhm. Ich stelle Ihnen 5 einfache Fragen und Sie versuchen die einfach kurz und knapp zu beantworten. Mhm. Ja. Mhm. Die erste Frage, die ich Ihnen stellen würde, wäre, von welcher Marke ist Ihr Telefon? Mein Telefon? Ja. iPhone. iPhone? Okay. Mhm. Bei diesem Song drehen Sie im Radio lauter. Bei welchem Song? Ja, wenn Sie irgendeinen Song im Radio hören, drehen, gibt es einen, den Sie jetzt im Kopf haben, bei dem Sie lauter machen? Also afrikanische Musik meistens allgemein, also zum Beispiel Chora-Musik, wenn ich das höre. Da geht mir richtig unter der Haut so Freude, ja, so Rhythmus. Und dann höre ich so gerne, also Chora-Musik allgemein höre ich sehr laut, ja. Ja. Mhm. Dann die nächste Frage, sind Sie tätowiert? Nein, ich bin nicht tätowiert. Ich glaube, das ist wahrscheinlich kein Thema für meine Generation. Naja, okay. Nicht? Ist es Vorurteile vielleicht, aber ich kenne... Ich kenne sehr immer mehr, ich will jetzt mal sagen... Männer mittleren Alters, die auch Tattoos tragen. Ja, da bin ich ja drüber. Naja. für diesen Sport schlägt mein Herz. Für welchen Sport können Sie besonders tun? Radfahren. Mein was? Radfahren. Dein Monitoring? Achso, sorry. Deine fürs Radfahren? Radfahren. Fahren Sie viel Fahrrad? Hm. Okay. Also keine Wettkampf oder so, aber freizeitmäßig. Hm. Fahren Sie dann auch längere Strecken? Haben Sie dann richtig Equipment? Das weniger. Das? Okay. Aber so verfolgen Sie keinen Fußball oder Basketball? Oder so? Fußball, wenn alle gucken, dann gucke ich auch. Zum Beispiel EM oder WM oder so. Ja. Wenn das alle da sehen, weil viele Freunde gucken. Ja. Und dann, wenn du nicht guckst, dann bist du alleine. Ja. Und dann diese Stimmung alleine, wenn die Freunde zu Fußball gucken, laufen oder gehen, wie auch immer. Diese Stimmung ist toll, ja. Und da kann man mich auch nicht bremsen, weil wenn ich dann ein Spiel sehe, wo ich dann richtig gut das drauf ist, dann werde ich laut. So, und dann ich springe auch mit manchmal, wenn jemand fast am Tor ist, dann springe ich so, dass die Leute mich zurückhalten und sagen, hey, hier, da bist du hier, du bist doch nicht auf dem Spielplatz. Ja, so. Okay. Aber das hat mit meiner Kindheit zu tun, dass, weil ich als Kind sehr, sehr viel Fußball gespielt habe und auch in einer Mannschaft in meinem Dorf diese Mannschaft betreut habe. Mhm. Und da war ich dann sehr, sehr stark beeinflusst durch Fußball als Kind, aber in den letzten 30 Jahren hat das abgenommen, leider. Okay. Okay, und die letzte Frage ist, Ihr Lieblingsessen? Ich esse gerne Mafé. Ja. Mafé, das ist Lammfleisch mit Reis als Beilage und dann Okra dazu und Tomatenmark dazu und scharf und würzig. Das esse ich sehr gerne. Also Sie essen gerne scharf, ja? Ja, scharf. Immer scharf, ja. Das ist eine senegalesische Speise, die koche ich sehr gerne. Ja. Ja, wenn es deutsch sein muss, dann einmal im Jahr Eiswein und Sauerkraut. Tatsächlich. Das esse ich gerne. Und wir haben da traue ich mich nicht mal ran. Da gibt es sehr viele Vorurteile, ja, weil die Leute dann denken, Eiswein und Sauerkraut. Ich habe einen Freundekreis, ehemalige Kollegen der Universität. Wir treffen uns einmal im Jahr, machen wir so eine Eisbeinfete. Das ist immer Mitte November und lecker. Ja, so okay, Grünkohlwanderung, Eisbeinfete, das sind so altdeutsche Traditionen. Irgendwie. Ja. Gut. Dann kommen wir einmal ganz kurz zu Ihrem Werdegang. Sie sind Doktor der Chemie, Sie haben Ihre Doktorarbeit oder Promotion damit verbracht, den Nährstoff- und Schwermetallhaushalt von Kleingärten zu untersuchen. Vielleicht beschreiben Sie einmal ganz kurz, was davor passiert ist. Ich glaube, Sie sind 1985 nach Deutschland gekommen, in die DDR,
Ich glaube nicht nur, ich glaube, es ist so. Es ist so. Und ja, vielleicht beschreiben Sie einmal ganz kurz, wie Sie dazu gekommen sind, erstmal nach Deutschland zu kommen, wie Sie das Stipendium gekriegt haben, was davor in Senegal passiert ist. Ich habe gelesen, dass Sie dort auch im Schulrat waren oder für die Schule gesprochen, als Schulsprecher waren. Genau. Erzählen Sie einfach mal. Wie viele Minuten habe ich dafür? So kurz und knapp wie möglich, ja. Also ausführlich wie nötig. Ja, also ich bin in Senegal geboren, 1961, ja. Und habe dort Grundschule besucht. Bevor ich in die Schule gekommen bin, waren meine Eltern schon gestorben. Das heißt, meine Mutter war 3 Monate alt, als sie gestorben war. Und mein Vater, ich war 6 Jahre alt. Ich habe aber die Schule besuchen können durch Unterstützung meiner 17 Jahre älteren Schwester und meines Schwagers. Sie sind bei Ihrem Schwager auch aufgewachsen? Genau, mit meinem Schwager und meiner Schwester aufgewachsen, habe Abitur gemacht, in Senegal 2 Jahre Lehramt studiert, aber abgebrochen, weil ich keine Finanzierungsmöglichkeit hatte als Waisenkind. Habe mich aber damals schon sehr stark engagiert für Chancengerechtigkeit im Bereich Bildung. Ja. Und dann hatte ich dann das Stipendium bekommen, in die DDR zu kommen und hier zu studieren. Habe erstmal Deutsch gelernt, 9 Monate lang in Leipzig am Herder-Institut. Und nach diesem Sprachkurs durfte ich dann nach Halle kommen und Halle, um hier Chemie zu studieren. Nach dem Chemiestudium habe ich meine Dissertation gemacht zum Thema Schwermetall- und Nährstoffhaushalt, hallische Kleingartenanlagen und eine geoökologische Fragestellung. Ganz interessantes Thema für Anfang der 90er Jahre. Ja. Man muss sich erinnern, dass in der DDR-Zeit war die Umwelt sehr stark belastet durch Kohleheizung, durch Trabant, durch Chemieindustrien der Region Halle, Buna, Leuna, Bitterfeld und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass die Böden sehr stark belastet waren. Ich fand das als eine ehrenwerte Aufgabe, sich mit dieser damals sehr aktuellen geologisch-ökologische Fragestellung, sich damit auseinanderzusetzen und seine wissenschaftliche Arbeit zu machen. Habe Schwermetalle in Böden untersucht, habe dann an den Stellen dann Pflanzen angebracht, Pore, Kohlrabi, Sellerie. Habe dann untersucht im Labor, nachdem sie so gewachsen sind, dass man die verzehren kann, und konnte dann den Kleingärtner ein hervorragendes Ergebnis präsentieren, dass sie ihre Pflanzen essen dürfen. Weil die Belastung so ist, dass die Schwermetallkonzentration nicht so hoch war. Genau. Klingt sehr spannend auf jeden Fall. Und danach sind Sie in die Politik gegangen? Nicht gleich. Also ich habe nach der Promotion war ich kurz an der Uni. Ja. Und dann haben Sie dort gelehrt? Habe ich als Assistent, Hilfskraft und dann Assistent ganz kurz Seminare mitbetreut ein bisschen. Und dann hatte ich aber keine Stelle mehr an der Uni bekommen, bin dann ausgestiegen, aber dann mich engagiert im Bereich Bildung, Jugendarbeit, Bildung und interkulturelle Bildung und andere. Das habe ich dann mehrere Jahre gemacht, aber dann Landes... Das zieht sich auch bis heute durch eigentlich. Das Thema Bildung war immer für mich was Wichtiges als Multiplikator, aber dann Landesprojekte, bundesweite Projekte und EU-Projekte dann durchgeführt und das war sehr spannend, das ist eine sehr schöne, spannende Zeit. Und wann genau sind Sie in die Politik gegangen? Ja, das kann man nicht mit Datum und Uhrzeit sagen, das war ein Prozess. Ich hatte ja gerade erzählt, dass ich in Senegal schon engagiert war in der Schule, habe dann für die Belange der Schülerinnen und Schüler engagiert war, ich wahrscheinlich aus Betroffenheit, weil ich da wirklich keine Mittel hatte, als Waisenkind zu studieren. Ich sah, dass andere Kinder, deren Eltern leben und arbeiten, Geld hatten, ein Stipendium bekommen haben, ich nicht. Das hat mich dann richtig beeinflusst. Das hat mich motiviert, einfach mich für die Belange der Studenten, der Schüler damals erstmal einzusetzen. Nach dem Abitur kam ich an der Uni in Dakar, das war das Gleiche. Da habe ich dann, weil ich als Sprecher von Studenten der Universität in Dakar und in Deutschland habe ich mich auch weiter engagiert. An der Universität war ich Vorsitzender von Internationalen Studentenkomitee. Das ist praktisch die Vertretung der ausländischen Studierenden an der Universität hier in Halle. Und später, als ich die Uni verlassen habe, war ich dann Vorsitzender von Ausländerbeirat, also gewählte Vertretung der Ausländer in Halle.
und später von Vorsitzender von Bundesausländerbeirat, also Bundesvertreter aller Ausländer in diesem Zusammenhang. Das ist auch Politik, ist keine Parteipolitik, aber das ist auch Politik. Ja, und dann ehrenamtliche Hochschulpolitik Politik. Hochschulpolitik ist ja... Also Hochschulpolitik ist auch wichtig. Und danach dann habe ich mich dann im Stadtrat in Halle engagiert, also war ich dann Stadtrat 2009 gewählt und 2014 wiedergewählt. Und dazwischen dann hat die SPD gefragt, ob ich da für den Bundestag kandidieren möchte. Also Sie wurden angefragt? Ich wurde angefragt von einigen Freunden, Bekannten und war das dann ein interner natürlich Wettbewerb. Und wir waren zwei Kandidaten, ein SPD-Mitglied, der als Arzt in Halle tätig ist oder war, Kinderarzt. Und wir beide sind dann angetreten. Ich bin dann in eine Geheimwahl mit überwiegender Mehrheit aufgestellt worden als Kandidat für SPD 2013 gewählt und 2017 wieder gewählt. Genau. Warum die SPD? Warum die SPD? Ich finde, die meine Vorstellung... Wir müssen ganz kurz sagen, dass hier natürlich der Straßenkehrer ganz lang und der Sound deswegen ein bisschen auch mal sein, ne? Belastet sein könnte. Ich glaube, er kommt nochmal. Ja. Er macht die Rückkehr. Schön, dass er das macht. Ja. Du freust dich doch, dass die Tür von davor immer schön ist. Ja, nee, ist okay. Machen wir einfach weiter. Ja. Ist okay. Die SPD, der Beitritt zur SPD. Genau, warum die SPD? Ja, weil meine Vorstellungen fand ich dann viel, viel stärker in der SPD als woanders. Und zwar das Thema Chancengerechtigkeit im Bereich Bildung. Ich fand das sehr, sehr zutreffend, wenn das SPD im Mittelpunkt gestellt hat, dass jedes Kind, unabhängig von Geldbeutel der Eltern, die Möglichkeit bekommen soll, erfolgreich im Bereich Bildung zu sein, Ausbildung. Das ist in meinem Fall sehr deutlich zu sehen, dass ohne Unterstützung von Dritten wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Mhm. Aber keine Eltern, hatte kein Geld. Aber trotzdem, man hat mich unterstützt. Das ist die Philosophie der SPD und das passt bei mir sehr, sehr gut. Dazu außerdem Willy Brandt, ehemaliger Bundeskanzler und Nobelpreisträger, SPD-Vorsitzender, hatte ja immer wieder gesagt, dass nichts kommt alleine und selten auf Dauer. Das heißt, man muss selber etwas machen, wenn man etwas verändern möchte. Ja. So, und das hat mich sehr geprägt, weil das auch ein Spruch war, wie mein Schwager in meiner Kindheit uns immer wieder gesagt hat. Obwohl mein Schwager hat sein Dorf nie verlassen, er war Analphabet, er kennt keine internationale Politik und so weiter. Aber trotzdem, seine Meinung entsprach die Meinung von Willy Brandt. Als ich dann mich interessiert habe für die deutsche Politik, habe ich mich an diesen Spruch von meinem Schwager erinnert, den ich dann sofort gefunden habe bei Willy Brandt. Habe gesagt, die Partei von Willy Brandt, das ist deine Partei. Könnte man sagen, das ist so ein kleines politisches Vorbild für Sie, Willy Brandt? Das kann man sagen, das kann man sagen, weil Willy Brandt hat sich ja sehr, sehr engagiert international. Ja. Er hat auch die Zusammenarbeit mit Drittstaaten, mit Drittweltländern so gefördert und auch unterstützt. Und dass er gesagt hat, auf Augenhöhe die Kooperation mit denen und Frieden war auch ein Thema, die für ihn sehr wichtig war. Und das sind alle Sachen, die mich geprägt hat. Und als Student kann ich Ihnen auch sagen, man soll das immer wieder sagen, dass der BAföG ist durch Willy Brandt in Deutschland eingeführt worden. Ja. Da redet kein Mensch heute darüber. Viele Grünen schmücken sich damit, als Bildungspartei zu sagen, nein, SPD ist die Bildungspartei. SPD hat BAföG eingeführt und wir kämpfen auch heute noch, dass BAföG so verbessert wird, geöffnet wird, dass alle Großteil davon Zugang dazu haben. Nicht zuletzt jetzt bei der Corona-Krise. Ich wollte gerade sagen, wir kommen auf jeden Fall noch auf den Am besten haken wir da gleich ein. Ja, sehr stark für Bildung. Wollen wir da direkt einhaken? Einhaken gleich, ja. Okay, zur Studenten-Corona-Hilfe gibt es natürlich einige Punkte, die mich so ein bisschen stören, da man sagen muss, also Sie haben hier drei Studenten sitzen und das, was die Corona-Hilfe dort geboten hat, trifft auf uns alle drei nicht zu. Das wurde sehr kompliziert gemacht. Mhm. Der Datenschutz wird mehr oder weniger verletzt. Man muss Kontoauszüge, man muss sein angeben, ungeschwärzt, ansonsten wird man direkt abgelehnt. Man muss sein PayPal-Konto angeben. Mhm. Es ist so, dass man generell für die
für den Antrag im Januar und im Februar gearbeitet haben muss. Das heißt, die Leute, die in den Semesterferien arbeiten oder die Studenten, die in den Semesterjobs ihr Geld verdienen, sind davon gar nicht eingeschlossen. Genau, und dann kommen noch so Sachen dazu wie, es wurden insgesamt 100 Millionen bewilligt. Auch nicht sofort, sondern 3 Monate später. Und wenn man das jetzt als Beispiel oder in Relation setzt zu Soforthilfe für Unternehmen, sind das halt 50 Milliarden gewesen für die Unternehmen. Für Studierende 100 Millionen. Es gibt ungefähr so viele Unternehmen wie Studenten. Natürlich ist das jetzt nur... Steht natürlich in keinem guten Verhältnis oder keiner guten Relation zu setzen, aber als Student fragt man sich natürlich trotzdem irgendwie... Und ich wollte noch einen Punkt, der noch wichtig ist, dazu sagen, dass halt es so ist unter Studenten, es sind halt schon 74% der Studenten sind halt schon Akademikerkinder und also sind meistens Leute, die aus Familien kommen, wo beide Eltern studiert haben. Und die restlichen 26%, also meine Eltern zum Beispiel zählen nicht dazu, weil sie im Ausland studiert haben. Mein Mitbewohner zum Beispiel, dessen Eltern haben gar nicht studiert, dem hätte das auch vielleicht in irgendeiner Weise geholfen. Ich sage nicht, dass wir da darauf angewiesen waren, aber sie haben mir, wie gesagt, also 3 Studenten sitzen und wir sind alle nicht davon betroffen. Und dann frage ich mich halt, wo hat einem das wirklich geholfen? Also man hat halt 100 Millionen bewilligt. Ich glaube, es sind insgesamt 88.000 oder 82.000 Anträge gestellt worden und davon nur ungefähr 60.000 bewilligt worden und mittlerweile werden halt auch viele abgelehnt. Vielleicht können Sie einmal was dazu sagen oder vielleicht können weil Sie ja auch im Bildungsausschuss und Forschung Bildungsausschuss, und Technikabschätzungsfolge. Es ist so, dass ohne die SPD die 100 Millionen Euro, von denen wir gerade sprechen, gar nicht gekommen wären. Ja. Das muss man sagen. Okay. Also ja, die Entscheidung, der Beschluss ist ein gemeinsamer Beschluss der Koalition, aber es gehört zu Fairness, dass man auch die Vorgeschichte ein bisschen kennt. Das Bildungsministerium, also BMBF, Bildungsforschungsministerium, hatte ja ein Konzept vorgelegt als sogenannte Soforthilfe, was gar nicht den Namen verdient, weil das gar nicht sofort gekommen ist. Eben. Und das ist sehr, sehr verspätet. Und das Ministerium war eine der Ministerien, die zu spät wirklich an ihr Klientel, herangetreten ist. Das bedauern wir sehr als SPD, Teil der Koalition. Und das andere ist, das Ministerium hatte ja ursprünglich nur Kredite vorgesehen. So diese KfW-Kredite. Ja. Und SPD hat dafür gekämpft, dass wir diese 100 Millionen haben. Das muss man fairerweise sagen, auch wenn das nicht befriedigend ist. Nee. Das ist, ohne SPD wäre das nicht gekommen. Ja. Also man muss sich halt vor Augen führen, dass halt dass ungefähr in 88.000 Anträgen überhaupt erst der Fall war, also bis jetzt. Das kam ja erst vor 2-3 Wochen. Und im Gegensatz dazu hat man aber 2,9 Millionen Studenten. Das ist nicht im Verhältnis, Nee. Wir wissen auch, dass viele, viele Studenten ihre Nebenjobs verloren haben. Ja. Genauso wie normale Arbeitnehmer. Oder bei die uns auch sehr ist es viel, zum Beispiel so, dass wir im Dezember quasi unseren Werkstudentenvertrag gekündigt bekommen haben und uns natürlich in den Semesterferien versucht hätten, um etwas zu kümmern. Januar, Februar, für die, die es nicht wissen, ist Klausurenphase. Wir hätten uns danach um einen Job gekümmert, aber konnten das halt nicht, weil im März dann die Corona-Krise eingesetzt hat. Und jetzt hat man halt so ein bisschen, man hat eigentlich nicht die Chance, erstens zu arbeiten. Ich kann nur deutlich sagen, dass wir auch nicht zufrieden sind, wie das Bundesministerium für Bildung und Forschung die ganze Sachen gemanagt hat, sowohl für die Geschwindigkeit als auch für die Art und Weise. Und eine Gruppe darf ich erwähnen, die noch am stärksten betroffen ist, das sind internationale Studierende, deren Eltern in den Heimatländern, einige leben von Tag zu Tag von Einkommen, die sind arbeitslos, wir haben dort Zustände, das kann man sich gar nicht vorstellen. Viele haben ihr Studium abgebrochen. Rede, genau, ich war vorhin nicht rede, weil ich auch aus Senegal komme und weiß, wie sowas läuft, wenn keine Mittel mehr zur Verfügung gestellt wird. So, und dann bei der Kredite hat man dann auch diese Unterscheidung gemacht. Die deutschen Studenten durften, ich glaube, ab März oder April schon ganz schnell, die Überprüfung hat stattgefunden, das, was Sie gerade angesprochen haben. Bei internationalen Studierenden hat man dann mehr als 3 Monate Zeit, zu überprüfen, ob die kreditwürdig sind. So, und da stehen die Leute da mehrere Monate lang, die haben kein Mittel. Ja. Das haben wir im Bildungsausschuss, glauben Sie mir,
wir als SPD-Fraktion haben dabei jede Gelegenheit immer wieder angesprochen. Aber wie gesagt, das Ministerium ist CDU geführt und das Frau muss man, der Frau Karliczek, ja. Da muss man das auch die, an die Adresse auch dort formulieren. Wir haben viele, viele Pressemitteilungen dazu, viele veröffentlichen, wo wir unseren Unmut zum Ausdruck gebracht haben. Wir sind koalitionstreu. Ja. Wir diskutieren innerhalb der Koalition. Wir versuchen, Sachen nach vorne zu bringen. Aber an den Stellen, wo wir unzufrieden sind, muss man das auch deutlich sagen, dass wir da wirklich nicht das Engagement des Ministeriums so geschätzt haben, wie es momentan so, wir haben nicht erwartet, dass er so schlecht dargestellt wird. Wir arbeiten sehr gut zusammen in anderen Bereichen, aber in Bezug auf Corona-Krise müssen wir unsere Unzufriedenheit deutlich zum Ausdruck bringen. Ja, da hängen Existenzen dran und am Ende des Tages muss man halt sagen, dass die Studenten die Zukunft der Unternehmen sind und diejenigen sind, die in die Unternehmen gehen. Und wenn man die dann hängen lässt, also ich fühle mich ein Stück weit hängen gelassen, ich weiß nicht, wie das jetzt andere empfinden, aber ich bin, also ich muss sagen, da haben wir uns schon im April, Mai haben wir uns schon so ein bisschen gefragt, okay, was ist mit den Studenten? Und dann, ich glaube, Anfang Juni wurden die KfW damit geworben, zinsfreie Kredite rauszugeben. Und am Ende des Monats, also jetzt vor einer Woche, vor zwei Wochen, kam dann die Bundesregierung und hat halt gesagt, ja, ihr dürft was haben, aber ihr müsst 0 Euro auf dem Konto haben, dann können wir euch 500 Euro geben. Und wenn ihr 500 Euro auf dem Konto habt, dann dürfen wir euch gar nichts geben, obwohl 500 Euro, sie wissen, dass also das ist heutzutage, das ist halt eine Zimmermiete bei uns in Göttingen auch, also ich bezahle für meine, ich kann das jetzt so transparent sagen, ich bezahle glaube ich 475 Euro für ein Zimmer und das ist halt in der Innenstadt, also da sind die Mieten, dadurch, dass es eine kleine Studentenstadt ist, sind die Mieten auch in die Höhe getrieben und dementsprechend fragt man sich da halt, wo ist da die Bundesregierung, wo ist die Sozialdemokratie und ja, aber da habe ich deutlich gemacht, wie die Position der Sozialdemokratie ist und wenn sie in Göttingen sind, dann sprechen Sie doch mit den CDU-Abgeordneten vor Ort und dann fragen Sie sie, wir haben nächste Woche Herrn Oppermann, Herrn Oppermann zu Gast, Ihren Parteikollegen. Ist SPD, aber Herr Oppermann wird Ihnen das sagen, was ich Ihnen gerade gesagt habe, als Vizepräsident des Bundestags, ist er natürlich sehr, sehr tief in allen Bereichen auch drin und aber reden Sie auch mit CDU-Politiker, fragen Sie, was halten Sie von der Kritik, die Sie gerade ausüben? Ja. Von unserer Seite haben Sie die Rückendeckung. Wir können nur das umsetzen, was im Rahmen der Kompromiss mit CDU möglich ist. Zumal in Verwaltungshandeln haben wir da sowieso keinen Einfluss drauf, wenn das Ministerium so handelt, wie sie gehandelt hat. Wenn Sie den Vergleich machen, wir machen keine Parteipolitik in Ihrer Sendung, aber wenn Sie den Vergleich machen, im Ministerium für Arbeit und Soziales, alles an Maßnahmen, die dort wirklich in Gang gesetzt wurden durch Hubertus Heil mit Herzblut, Kurzarbeitergeld, aber auch bei Familienministerium, Unterstützung von Familien, 300 Euro pro Kind zum Beispiel, diese Corona-Bonus, was von einigen sogar kritisiert wird. Ja. Das alles sind sozialdemokratische Handschriften. Und da sollte man auch fairerweise die Sachen bei Namen nennen und nicht die Gesamtpolitik einfach in eine Kamm scheren und sagen, die Politik, sondern also von außen sieht man halt einfach nur, das war der Beschluss und deswegen ist wir man dann. Wir legen Wert darauf, dass Sie ganz genau hinschauen. Ja. Der Teufel steckt im Detail. Ja. Das ist nicht die gesamte Regierung, die irgendwelche in einen Kamm geschert wird. Das Arbeitsministerium hat andere Sachen gemacht, die sehr gut sind, die muss man wissen, das Familienministerium und der Außenminister Maas hat geschafft, dass 250.000 Deutsche ganz schnell von ihren Urlaubsorten nach Deutschland gebracht wird. Darüber redet kein Mensch. Der Finanzminister Scholz, ohne ihn hätten wir auch nicht die ganze Unterstützung der Dinge, dass er, der Finanzminister, verantwortet bestimmte Entscheidungen im Zusammenhang mit Corona-Pakete und Konjunkturpakete und das hat Herr Scholz in eine fantastische Art und Weise gemanagt und so weiter und die gesamte Regierung stand hinter ihm. Das sind auch Teile der Wahrheiten, die kaum gesagt wird, wie man immer hier auch sagen muss. Nee, kann ich auf jeden Fall, also ich kann nur für mich sprechen, ich kann das auf jeden Fall anerkennen. Ich möchte das auch nicht, ich möchte sowieso nicht, in der Bundesregierung darf man auf gar keinen Fall den Fehler machen, alle Parteien über einen Kamm zu scheren. Gerade wegen einer bestimmten Partei sollte man das auf jeden Fall vermeiden. Aber Sie sehen natürlich auch die Ungerechtigkeit. Ja, und den Studenten gegenüber ist wirklich Sachen nicht optimal gelaufen. Ja, und wir sind halt nun mal Studenten und müssen halt da dementsprechend auch die Fragen stellen, die unangenehmen Fragen. Und wir bleiben mal direkt beim Bundestag und beim Parlament.
Und ich wollte einfach mal, dass Sie vielleicht darstellen, wie so ein Arbeitsalltag von einem Bundestagsabgeordneten aussieht. Also es ist ja grundsätzlich so, dass wir 22 Sitzungswochen im Jahr haben. Mhm. Ja. Das heißt, dass wir in den 22 Wochen von Montag bis Freitag in Berlin sind, ja. Wobei wir dann von Dienstag bis Freitag Anwesenheitspflicht haben. Für Dienstag bei Abwesenheit bezahlt man 100 € Strafe. Mittwoch, okay. Donnerstag, Freitag, bei Abwesenheit bezahlt man 200 € Strafe. Wo gehen die 100 bzw. 200 Euro hin? Das bleibt in der Kasse des Staates. Wir werden ja von Steuergeldern bezahlt. Ja. Und wer seine Pflichten nachkommt, dann das Steuergeld kriegt er nicht. Es ist ja sehr oft sehr leer, deswegen gibt es anscheinend viele Leute, die das... Ja, das muss man auch sagen. Die Präsenz im Bundestag bedeutet nicht Präsenz im Plenarsaal. Die Arbeit der Abgeordneten im Plenarsaal, das ist nur 5% der gesamten Tätigkeit. Ja. Wenn Sie in Berlin gekommen wären, hätten Sie mich besucht, hätte ich Zeit für Sie. Wir können das gerne machen. Ja, und das wäre auch Teil meiner Arbeitszeit. Okay. So, das heißt praktisch, im Plenarsaal bin ich, wenn meine Themen dran sind. Ja. Zum Beispiel Bildungsthemen oder globale Gesundheit oder bürgerschaftliches Engagement. Das sind meine Themen. Da bin ich da, dann stimme ich auch ab. Wenn das keine namentliche Abstimmung ist oder keine Gedenkveranstaltung, dann habe ich unheimlich viele andere Sachen zu tun, die aber nicht öffentlich gemacht werden. Ausschusssitzungen, Arbeitsgruppensitzungen und so weiter. Das ist so ein Thema Präsenz. Ja, die Arbeit gliedert sich dann also so, dieser Teil Berlin, die Sitzungen und Gesetzesverabschieden, Ausschusssitzungen, Arbeitsgruppensitzungen, Kontakte zu Bürgerinnen und Bürgern, Experten, die zu uns kommen. Das zweite Teil spielt sich hier im Wahlkreis. Also ich habe hier zwei Büros in Halle. Einmal dieses Bürgerbüro, wo wir uns gerade befinden. Hier ist Bürgerbüro und da habe ich ein zweites Büro, das ist Wahlkreisbüro. Bürgerbüro, wie der Name sagt, ist ein Treffpunkt, ein Dialogplattform für Bürgerinnen und Bürger. Ja. Ich habe mich entschieden für einen zentralen Ort in Halle, barrierefrei, erreichbar für jeden Mann, jede Frau. Ja. Also in Fußgängerzone, damit die Bürger sehen können, aha, da ist ein Abgeordneter, da kann ich hingehen, kann ich Fragen stellen, kann ich meine Meinung sagen, ich kann auch Kritik anbringen. Ja. Dafür ist das Büro da. Das muss ich auf jeden Fall sagen, Sie haben eine unfassbare Transparenz in Ihrer Art und in Ihrer Arbeitsweise. Das finde ich sehr löblich. Das finde ich, das ist A und O der Arbeit des Abgeordneten. Die Leute müssen wissen, dass du erreichbar bist. Zweitens, die müssen wissen, dass du auch ansprechbar bist. Ja. Nicht nur erreichbar, sondern auch ansprechbar. Und dass man auch offene Ohren hat für ihre Belange. Und dass das Wahlkreisbüro auch nicht der einzige Ort ist, wo du Bürger begegnen kannst, muss man auch wissen. Ich gehe deshalb nach Ihrem Termin, jetzt gehe ich in eine Schulklasse, rede mit den Schülerinnen und Schülern. Was für eine Klasse ist das? Also das ist eine 8. Klasse im Gymnasium. Und worüber sprechen Sie? Nachmittag gehe ich in Berufsschule. Mhm. Die machen Altenpflegeschule. Ja. Die wollen auch sich mit mir unterhalten. Systemrelevante Berufe, Corona-Krise. Wie stehen wir dazu? Das sind diese Beispiele sind Teile meiner Sommertour, wo wir über 20 Termine habe, über 20 Termine, wo ich dann im Wahlkreis unterwegs bin, gehe zu Unternehmer, gehe zu Kleingartenanlagen und so weiter und so fort und rede mit den Bürgern dort. Ich habe noch mal kurz eine Frage. Ist schon Sommerpause im Bundestag? Wir haben parlamentarische Sommerpause, aber das heißt nicht, dass wir nichts zu tun haben. Nee, das wollte ich nicht sagen. Naja, Sie wissen ja alle, die Vorurteile gegen Neopolitiker sind groß. Politiker machen einen sehr, sehr anstrengenden Job. Sie kennen das, aber viele kennen das nicht. Die sagen einfach, guck mal, die haben jetzt von Juli bis September nichts zu tun. Was machen die? Urlaub. Die machen Urlaub, die sitzen alle am Strand und so weiter. Und das, was Sie gerade sehen live, das ist der Streifen der Polizei. Jede Stunde fahren sie hier vorbei, wegen dem Anschlag auf mein Büro. Das wäre nämlich auch fast unser nächster live Punkt gewesen. Gesehen, die machen einmal in der Stunde, machen sich Streife hier. Das ist auch gut so. Also ich glaube, das ist einen besseren Übergang, als wir uns eigentlich fast nicht wünschen können. Wie viel? Dreiviertel Stunde? Ja. Darf ich vielleicht zur Sommertour etwas sagen? Gerne. Ergänzung. Gerne. Ich mache das jedes Jahr, Sommertour, von 20 bis 40, 50 Termine. Dieses Jahr haben wir das genannt systemrelevante Sommertour. Ja. Das heißt, dass wir in den Einrichtungen gehen, wo wir der Meinung sind, durch die Corona-Krise, dass sie von stark Bedeutung betroffen sind, die betroffen sind am stärksten. Das Thema Pflege kommt zustande, da gehe ich arbeiten in einem Pflegeheim. Das Thema
Umwelt, Klimaschutz ist nicht verschwunden. Das ist für uns immer noch ein Thema. Deshalb war ich gestern in einer Grünanlage arbeiten. Ich habe dort ganz stark gearbeitet, verkauft und dann ein bisschen Pflanzen. Was haben Sie verkauft? Blumen verkauft. Okay. Leute kommen daran, die kaufen Blumen, aber es wird auch das Geschäft normal. Ich habe verkauft an der Kasse und so weiter, um einfach in den Alltag einzutauchen. Und ich werde auch in einer Kinderklinik arbeiten, diese Sommertour. Als Pfleger und gehe zu Laube zu Laubertour in Kleingarten Parzellen und dann den Leuten so stärken zu sagen, das, was ihr macht, das gehört auch zu Umweltschutz, dass man eine Kleingartenanlage als bedeutender Teil der Stadt grün und dann die grüne Oase der Stadt, das ist die grüne Lunge unserer Stadt, das gehört dazu. Ja, und viele, viele andere Veranstaltungen, nicht nur in meinem Wahlkreis, sondern auch in zwei Betreuungswahlkreise habe ich, denn es ist ja so, dass SPD hat in Sachsen-Anhalt leider nur 3 Abgeordnete. Wir haben aber 9 Wahlkreise. Also die 6 anderen Wahlkreise teilen wir uns auf. Jeder hat 2 Wahlkreise, die er zusätzlich zu seinem Wahlkreis noch betreut. Das heißt, der direkt gewählte CDU-Abgeordnete von Halle, der kümmert sich nur um Wahlkreis Halle. Der muss nicht unbedingt rausgehen. Ja. Ich muss mich dann um 3 Wahlkreise kümmern. Da sieht man auch, wie die Arbeitsbelastung der unterschiedlich ist bei den Abgeordneten. Sie sind auch seit neuestem Kleingärtner, seit 3 Monaten, so wie ich das gehört habe. Und ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, aber ich glaube auch im Zuge der Corona-Krise ist auch die Nachfrage an Kleingärten gestiegen. Ja. Ich schätze mal, das freut Sie auch sehr. Das freut mich sehr, sehr, dass das Interesse an Kleingartenwesen gestiegen ist, obwohl nicht jeder... Die Leute mussten rauskommen. Ja, nicht jeder. Man merkt, dass das ein Herzensthema für Sie ist. Das ist für mich ein Herzensthema seit Mitte der 90er Jahre, als ich meine Doktorarbeit gemacht habe. Damals habe ich schon Interessen von Vorständen, die gesagt haben, ich könnte mich bewerben für eine Kleingartenparzelle in ihrem Verein. Aber leider aus zeitlichen Gründen habe ich damals nicht gemacht. Und jetzt habe ich mich entschieden, das zu machen. Und ich stelle fest, dass das Kleingartenwesen eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Nicht nur, dass man seine eigenen Sachen anbaut, sondern dass man auch in frischer Luft ist, dass man auch das beiträgt, das Klimaschutz, das auch grün in der Stadt, das saubere Luft, dass alles in einem Zusammenhang behandelt wird und dann dieser Zusammenhalt der Kleingärtner untereinander, wenn du in einer Parzelle bist du nicht der Bundestagsabgeordnete oder die Professorin der Uni oder der Reinigungskraft, sondern du bist der Kleingartenfreund. Generationsübergreifend, kulturelle und unterschiedliche kulturelle Prägungen. Das stimmt ja auch mit Ihren politischen Ansichten. Genau, das stimmt bei mir, meine politischen Ansichten dazu sagen, Zusammenhalten der Gesellschaft ist wichtig und wir können uns sehr austauschen, aber unterschiedliche Meinungen, aber respektvoll und mit auf Augenhöhe. Die Polizei ist gerade eben nochmal an uns vorbeigefahren, deswegen würde ich jetzt einfach mal den Bogen spannen zu dem nächsten Thema, was wir hier hätten, und zwar ist das letzte Jahr und dieses Jahr und vor allem Ihr Wahlkreis und Wahlbüro von rassistischen Ereignissen überschattet worden. Der Anschlag in Halle, dann hatten wir das Ereignis in Hanau und dann gab es noch Schüsse auf Ihr Wahlbüro. Sie erhalten Morddrohungen an Ihre Person. In Amerika herrscht gerade das Thema George Floyd beziehungsweise Unruhen aufgrund dessen. Ich möchte ganz einfach mal mit der Frage anfangen, wie begegnet man Rassismus im Alltag? Also wie gehe ich damit um? Ich bin eine Person, die jetzt nicht unbedingt davon betroffen ist. Ein deutscher Komiker hat gesagt, wenn ich davon reden würde, das wäre, als würde ich von Schwangerschaft reden, so ein wenig. Ich finde das eigentlich ein ganz guter Vergleich, deswegen würde ich einfach mal in die Runde fragen oder Sie mal fragen, wie Sie mit Rassismus im Alltag umgehen. Ja, also man muss erst mal feststellen, dass Rassismus, auch in Deutschland haben wir Rassismusproblem und ist keine... Offensichtlich, also ich muss sagen, als ich das gehört habe oder gelesen habe, das war im Januar, da muss ich sagen, da war ich sehr betroffen. Ja. Ist aber kein deutsches Phänomen, ist auch kein ostdeutsches Phänomen, sondern das ist ein allgemein gesellschaftliches Problem. Wie begegnet man damit? Ich denke, als Betroffene selber oder Opfer, potenzielle Opfer, ist es so, dass man natürlich in den Fällen, wo das passiert, sollte man unbedingt Strafanzeige erstatten. Ja. Sofort Anzeige erstatten und nicht einfach das so liegen. Wir sind eine Rechtsstaat, wir haben Meinungsfreiheit, wir haben aber auch die Würde des Menschen unantastbar. Wenn da Grenzen überschritten ist,
denke ich, sollte man das anzeigen, soll man das nicht für sich behalten. Haben Sie einen Schuldigen gefunden oder ist das noch in der Ermittlung? Die Scheibe hier, die kaputt war, das auf linker Seite, so, dass sie dann neu ersetzt haben wir dann ein paar Werbedingen, da haben wir alles abgemacht, meine Bilder, die drauf haben wir alles abmachen müssen, weil das Scheibe musste neu gemacht werden. Ja. Die Polizei sagt, dass sie die Motive immer noch nicht kennen. Okay. Also, weil es gibt ja bestimmte Personen hier in Halle, ich möchte jetzt seinen Namen nicht nennen, aber der ist ihnen ja schon ziemlich auf den Fersen und ich muss sagen, das Video, ich habe jetzt gerade schon Gänsehaut, wenn ich an das Video denke, wie derjenige sich auch sie beim Kaffee morgens gestört hat, da muss ich sagen, das ist einfach nur ekelhaft und mich macht es tief betroffen, weil ich natürlich von dem Thema offensichtlich auch betroffen bin. Natürlich, ich habe schwarze Haare, ich bin in Deutschland geboren, ich bin hier aufgewachsen, meine Mutter ist deutsch, aber man bekommt immer mal wieder so zu hören, ja, so ganz deutsch bist du ja auch nicht oder wo kommst du her? Und das sind ja so alltägliche Sachen, wo man sich eigentlich immer wieder fragen muss, wieso ist das in Deutschland so wichtig, wo man herkommt? Wieso, also in London zum Beispiel, in Amerika, wenn man in Amerika einen Asiaten sieht, dann würde man eher, oder Japaner, Koreaner, wie auch immer, würde man tendenziell immer sagen, derjenige ist Amerikaner. In London würde man immer sagen, der kommt aus London, das ist ein Man ist sich dieser Melting-Pot-Geschichte einfach in anderen Ländern viel bewusster und akzeptiert das Genau. ein bisschen besser, finde ich. Ja. Und ich habe das Gefühl, in Deutschland ist die erste Frage oder einer der ersten Fragen, selbst von Leuten, die wahrscheinlich selbst davon betroffen sind, das für nicht schlimm empfinden, auch immer die erste Frage ist, wo kommst du denn her? Ist dein Vater Türke? Oder ist der Grieche? Ist der Italiener? Ich weiß nicht, wie kann man dem entgegnen? Was würden Sie den Leuten raten, die damit... ich denke, dass leider festzustellen ist, dass eine Gruppe von Menschen in Deutschland gibt, die nicht in Realität in diesem Land angekommen sind. Ja. Denn Deutschland hat über 70 Jahre eine Zuwanderungsgeschichte von Menschen aus allen unterschiedlichen Herkunftsländern. Ja. Und wir haben Sie haben auch einmal in einer Bundestagsrede, glaube ich, den Jahrestag des letzten oder des ersten Gastarbeiters in Deutschland angesprochen. Vielleicht der Ankunft, ja. Zwar, ich will nur sagen, dass ein Viertel der Menschen in Deutschland haben einen sogenannten Migrationshintergrund und überwiegende Teil davon sind hier geboren, aufgewachsen. Ja. So, mittlerweile heißt es. Ja, ja. Ich meine, dass die Repräsentativität dieser Menschen in der Gesellschaft, ich meine, in öffentlichen Dienst, in Lehrerzimmer, bei der Polizei, im Bundestag, aber auch in Redaktionsstuben sehr gering ist ein Armutszeugnis. Mhm. Das heißt, es geht Luft nach oben, wenn es darum geht, die Repräsentativität dieser Menschen zu befördern, ist keine Almose. Ich finde, das ist eine Aufgabe von besonderer Rang in Bezug auf Zukunft der Demokratie in unserem Land. Wenn eine Demokratie sich erlaubt, dass ein Großteil der Bevölkerung, ein Viertel, nicht ausreichend repräsentativ ist, dann ist das schon ein Problem. Das muss man mit Namen nennen. Und die Perspektive der unterschiedlichen Menschen muss auch immer wieder gefragt werden. Haben Sie da irgendwie einen Lösungsansatz? Wie könnte man, zum Beispiel bei der Unterbesetzung von Frauen, sage ich jetzt mal, in Führungsriegen wurde ja eine Quote eingeführt. Ist das vielleicht eine Möglichkeit, die man für unterschiedliche Schichten und Herkünfte vielleicht auch einführen könnte? Man muss das von Bereich zu Bereich betrachten. Bei öffentlichen Dienst, erstens, wir reden von interkultureller Öffnung der Verwaltung. Dazu ist erstmal eine Voraussetzung, ist interkulturelle Kompetenz der Menschen in der Verwaltung, die schon da sind, dass sie begreifen, dass die Vielfalt im Team eine Bereicherung ist und keine Bedrohung. Ja. So, wenn das in den Köpfen da ist, von oben gewollt und von unten akzeptiert, dass man das verändern muss, dann sind wir richtiger Schritt. Wir haben vor acht Jahre, der erste Integrationsgipfel der Bundesregierung. Ich war immer beteiligt, aktiv. Damals hatten wir schon das zum Thema gemacht, da sind die Konzepte entwickelt worden. Man sieht, dass ein bisschen dass Fortschritte da sind. Wenn Sie die Journalisten bei ZDF und ARD die sich angucken, da sind in den letzten 6 Jahren sehr viele mit Migrationshintergrund.
bei nicht Mona Lisa, sondern hier auf Morgenmagazin. Ja. Bei Morgenmagazin und andere, aber auch normale Nachrichten da von ARD und ZDF, da sehen Sie viele jüngere Menschen mit Migrationshintergrund, die Journalisten sind, ich will die Namen alles nennen, aber das war ein Ergebnis dieses Integrationsgipfels. Also Sie fragen, was kann man machen? Interkulturelle Öffnung der Verwaltung ist wichtig, interkulturelle Kompetenz der Mitarbeiter in der Verwaltung ist wichtig, aber auch das Beförderung von Menschen, die benachteiligt sind bis jetzt. Man nennt das positive Maßnahmen nach allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz. Mhm. Amerika hatte auch solche Ansätze, aber insbesondere Südafrika hat solche positive Maßnahmen immer wieder im Mittelpunkt gestellt. Ja. Das heißt, dass Menschen, die benachteiligt waren, ihnen ein bisschen Möglichkeit zu geben, dass sie auch partizipieren können. Das ist wichtig. Ich möchte aber auch nicht sagen, dass ich irgendwie als Mitleid hochgehieft werde, sondern es geht halt nur darum, wirklich auch Diversität zu schaffen in solchen Berufen, wie Sie gerade genannt haben. Und das da für die Sache finde ich den Ansatz. Ich muss ergänzen, weil die Medaille hat ja zwei Seiten. Also der erste Teil, den ich erwähnt habe, geht an Adresse der Mehrheitsgesellschaft, interkulturelle Öffnung der Verwaltung und der Einrichtungen, interkulturelle Kompetenz, Antirassismus, dass man weiß, Rassismus ist Gift, in alle Einrichtungen muss das klar sein und dass Rassismus grenzt Menschen aus. Wenn Leute ausgegrenzt werden, dann können sie nicht teilhaben. Das ist die Medaille, drehe ich um. An der Seite der Menschen mit Migrationshintergrund finde ich, dass man selber sich Gedanken darüber machen muss, an welcher Stelle kann ich mich denn einbringen. Mhm. Und dass diese Einbringung... Genau, wie kann man das mitgestalten? Ja, genau. Das muss man dann machen, dass man dann selber sagt, ich gehe auch vor, ich lasse mich nicht einladen, ich mache mit, wohl bewusst, dass es auch mal mit Widerständen zu rechnen ist. Mhm. So ich Beispiel nur, ich saß da vor 10 Jahren etwa, gab es in Halle oder bundesweit der Aufruf, Elternnetzwerke zu gründen, um Unterstützung der Familien, war ich damals als Vorsitzender von Ausländerbeirat, habe ich mich dann eingeladen gefühlt, also allgemein, bin dann in Rathaus gegangen, saß da Mitte im Saal, nicht in Lästerei, sondern Mitte drin, weil ich gedacht habe, Elternnetzwerke gründen, das geht mich auch an, weil ich auch ein Elternteil bin. Ja. Dann sagt die Geschäftsführerin eines Vereins, die mich dann sofort entdeckt hat, fragt mich dann, was habt ihr damit zu tun? Sage, was heißt wir? Wir die Brillenträger? Wir die Männer? Ja. Oder meinst du jetzt wir die Väter? Ich bin Familienvater, ich bin Hallenser, ich gehöre dazu. Ach, sei doch nicht so empfindlich. Ja. Sage, wieso ich bin nicht empfindlich? Du hast eine Frage gestellt, ich habe die Frage beantwortet. Sie war so geschockt mit dieser Antwort, aber ich denke, das hat bei ihr dann so tick gemacht, nach dem Motto, ich muss mich selbst hinterfragen ich und muss mal darüber nachdenken, warum ich das überhaupt... Diese Vorurteile, weil ich anders aussehe als Sie, die kennt meine Funktion, die kennt mich, die weiß, was ich seit wann ich in Halle bin, hier arbeite, Steuerzahler, Kinder habe hier, die ich erziehe, miterziehe. Dann fragst du mich, was habt ihr mit den Elternnetzwerken zu tun? Ja. So, und dann, das sind solche Dinge. Wenn ich nicht da wäre, hätte sich diese Frau nicht mit diesem Thema in Zukunft auseinandergesetzt. Ja, und deshalb nochmal an den Menschen mit Migrationshintergrund sage ich einfach, man soll sich nicht immer einladen lassen. Wenn man irgendwo ist, sollte man sie einbringen. Wenn man gesund ist, die Möglichkeit hat, beruflich und so weiter und so fort. Also Sie würden genau den Leuten raten, sich einzubringen. Präsenz zu zeigen, zu diskutieren, trotz Widerstände immer mitzumachen. Genau, nicht meiden. Es gibt einen anderen deutschen Nobelpreisträger, Heinrich Böll, der auch gesagt hat, die einzige Alternative, realistisch zu bleiben, ist die Einmischung. Okay. Wenn ich mich nicht einmische, dann kritisiere ich nur, meckere ich nur, dann die sollen das mal machen. Ja. Aber wenn ich sage, oh, da ist eine Herausforderung, da ist Handlungsbedarf, ich mache mit, dann bist du realistisch. Bist du realistisch immer wieder die Wege mitsehen, wo es lang geht, wo Stolpersteine sind, wo Passierscheine sind, die siehst du. Wenn du noch draußen stehst, guckst du von außen, guckst du darauf, dann kannst du nie realistisch sein. Also deshalb, diesen Spruch finde ich auch toll. Finde ich auch. Einmischung ist eine Alternative, realistisch zu bleiben. Solange man auch Gepflogenheiten der Art und Weise, wie man sich einmischt, dann man muss sich an Regeln halten, die klar, dazu gehören. Genau, das ist richtig. Ja, es gibt auch solche Leute, die sich so einmischen. Natürlich.
Bisschen mehr 55. Wir haben, glaube ich, noch 20 Minuten ungefähr Zeit. Das müsste eigentlich auch sein. Ja, Viertelstunde, 20 Minuten. Willst du nochmal übernehmen? Also ansonsten würde ich jetzt nochmal, Sie sind ja auch Ausschussmitglied für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Deswegen auch vorhin das mit der Studenten-Corona-Hilfe, Corona-Studentenhilfe. und da wollte ich Ihnen noch sagen, das ist auch ein aktuelles Thema immer mal wieder für Sie. Mhm. Hass und Hetze im Internet, die quasi dann dazu führt, dass da der Nährboden geschaffen wird für dann eben Ausschreitungen in der Realität. Vielleicht sagen Sie einfach mal kurz was dazu, weil sowas wie Pegida-Demonstrationen waren ja größtenteils im Internet organisiert und sind dann quasi in die, aus der Angst jedes Menschen dann zu Hause, der da mitgelaufen ist, ist dann die Angst in der Realität gewesen und man hat sich jeden Montag hingestellt. Mhm. Gerade in Dresden war das ja dann immer so ein Ding, dass man sich Montag, ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch passiert, hingestellt hat und quasi für gegen die Islamisierung demonstriert hat. Ja, genau. Mhm. Des Abendlandes. Und das war also für mich ein bisschen suspekt. Und vielleicht können Sie da mal kurz eingehen, wie Internethetze dann Nährboden schafft in der Realität und vielleicht für die Realität dann halt auch eben große Folgen hat. Ja, ich denke, dass in den letzten 3-4 Jahren ist der Ton sehr rau geworden. Ja. Und die Hetze und Hass in den Social Medien hat zugenommen in eine Dimension, die so besorgniserregend ist. Nährboden, das sind ja solche Hass und Hetze in Social Medien, die auch Nährboden sind für Gewalt auf der Straße. Ja. Und wenn man Pegida-Demonstrationen sieht, die sich etabliert haben, sind eine Mischung aus Leuten, die berechtigte Kritik formulieren, dass sie unzufrieden sind mit Rentensystem, mit anderen Dingen oder so. Aber es gibt auch Neonazis da, auch die dabei sind. Wenn man die Führung auch betrachtet, bestimmte Sprüche, die dort zugelassen werden und Bedrohungen auf den Plakaten gegenüber Politiker und Politikerinnen. Ich glaube, Merkel ist dann nicht genau, so gut weggekommen. Das ist sehr, sehr schlimm. Und, aber das ist nicht nur das, was auch parallel zu Social Medien mit Hass und Hetze beobachten wir mit großer Besorgnis, dass in den Landtagen, in den Bundestag, auch im Bundestag, erzählen Sie ruhig kurz Redebeiträge. Ja, ich wollte nur ganz kurz eingehen, weil Sie das gestern bei der Zeit veröffentlicht oder die Zeit hat gestern ein Interview mit Ihnen veröffentlicht. Da können Sie ruhig darauf eingehen, was ich glaube Paula Paulinchen da über Sie getwittert hat. was halt, das geht halt einfach, das ist einfach, da denke ich mir. Also, wie kann sowas dann halt auch irgendwie 2400 Likes haben? Auf der anderen Seite stehen Sie mit 42.000 Likes und haben da auch dementsprechend zum Ausdruck gebracht, dass die Leute, die eben nicht so sind, viel, viel stärker und viel größer sind, nur sich wahrscheinlich weniger einbringen oder vielleicht es auch zum Ausdruck bringen, außerhalb von Likes. Dass man das dann eine Zeit lang, gerade so 2015, 2016, immer der Eindruck entstanden ist, wir sind das Volk, sind diejenigen, die vielleicht auch rechtes Gedankengut vertreten, aber es sich immer mehr weiter rauskristallisiert hat, dass eben die andere Seite eigentlich die große Mehrheit, also die viel, viel größere Mehrheit, auch wenn man jetzt, sage ich mal, sagen kann, dass 20% in einigen Bundesländern rechts wählen. Ja, also ja, ich wollte nur sagen, dass diese kleine Gruppe ist sehr, sehr laut, aber präsent. Und das sind Leute, die dann immer wieder die Gesellschaft versuchen zu spalten. Das sind die, das sind wir. Ja. Dazu gehört auch dieser genannte Tweet, die, nachdem ich über die Ereignisse von Amerika, den Tod von George Floyd, Stellung genommen habe, dann hieß dann, sie sind hier nicht erwünscht, sie haben hier nichts zu suchen. Ja, das sind immer wieder die Tendenz, einfach zu zeigen, das sind wir, das sind ihr, du siehst anders aus, du hast hier nichts zu suchen. Ja. Ich lasse mich von solchen Leuten nicht einschüchtern und mache da öffentlich solche Dinge. Wenn ich das öffentlich mache, dann sehe ich deutlich, dass die überwiegende Mehrheit in dieser Gesellschaft ist für eine offene Gesellschaft, für eine demokratische, zivilisierte Auseinandersetzung. Beweis dafür ist, nach dem genannten Tweet waren 2400 Likes und 42.000 Gegen-Like, also Leute, die deutlich gemacht haben, das ist ein Stoppschild, das gehört nicht
zu unserem demokratischen Verständnis ein friedliches Leben miteinander, jemand aufgrund des Aussehens das von abzuschreiben, zu sagen, du gehörst hier nicht. Das ist für mich erfreulich, das stärkt mich in meiner Arbeit und das ermutigt mich auch in dem meine Arbeit, die ich mache. Nochmal ganz kurz zu dem Thema Hass und Hetze. Ja, weiterführend dazu ist so ein bisschen der Eindruck, dass derjenige, der am lautesten schreit, die meiste mediale Aufmerksamkeit bekommt meistens. Mhm. Gerade im Internet, ich glaube, das beste Beispiel dafür dürfte Donald Trump sein, der einen verrückten Tweet nach dem anderen raushaut. Mhm. Unabhängig davon, sind Sie dafür, dass das Internet reguliert wird, will ich jetzt nicht sagen, aber dass es Regeln, feste Regeln für Orte wie Facebook, Twitter oder Twitter, Instagram gibt, auf denen Hass und Hetze einfach strafrechtlich verfolgt werden. Aktuell passiert ja auch sehr viel mit Faktenchecks und so weiter und so fort. Also die Tweets von Donald Trump werden ja auch immer wieder gefact-checkt. Mittlerweile passiert das auch bei Instagram. Ja. Also ich bin der Meinung, dass wir begreifen müssen, dass Social Medien sind freier Raum. Ist gut so, dass es ein freier Raum ist, wo freie Meinungsäußerung möglich ist in seiner Vielfältigkeit. Ja. Aber Social Medien sind kein rechtfreier Raum. Wenn wir diese Spielregel alle einhalten, dann gibt es ja keine Probleme. Ja. Ja. Aber es gibt einen Teil der Nutzerinnen und Nutzer, die denken, dass sie sowohl einen freien Raum als einen rechtfreien Raum. Da müssen wir alle gemeinsam wachsam sein und dagegen halten. Wenn demokratiefeindliche Äußerungen, Schriftstücke, Verhaltensweise zu spüren sind, dass wir alle gemeinsam sagen, stopp. Wenn wir alle gemeinsam, meine ich, nicht nur die Politik, sondern wir als einzelne Nutzerinnen und Nutzer, nicht nur den Kopf schütteln, sondern sofort eine Gegendarstellung. Ich habe ja positive Beispiele genannt in meinem Fall. Zweite Sache ist die Politik selber. Die Politik hat ja in den letzten 3-4 Jahren schon reagiert, dass wir das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verabschiedet haben. Das mit so riesengroßer Kritik, leider von Linken und Grünen auch, finde ich schade. So, ja, da ging's, glaub ich, auch, ich würde nur ergänzen ganz kurz, das Gesetz haben wir festgestellt, bei dem Gesetz haben wir festgestellt, dass das nicht so greift, wie wir uns vorgestellt haben. Es wird immer gehasst, es wird nur gehetzt, es wird nur bedroht. So, es wird mit Vergewaltigung gedroht und so weiter. Das alles haben wir jetzt berücksichtigt in dem neuen Gesetz, die wir, also gegen Hass und Hetze im Internet, das haben wir verabschiedet vor kurzem. Dort ist es ja so, dass Social Medien nicht nur demokratiefeindliche Äußerungen löschen, die nicht mehr mit Meinungsfreiheit gedeckt sind, sondern die müssen das bei BKA melden. Okay. Das ist der nächste Schritt und da sind auch Strafe, wenn sie das nicht machen. Ich denke, das ist im Sinne von uns allen, vor allem die Schwächeren. Leute, die Geld haben, die viele Möglichkeiten, die können sich schützen, jegliche Art. So, Menschen, die schwach sind in der Gesellschaft, ob materiell oder in ihrer Stellung her, die können sich nicht schützen. Da muss der Staat an der Stelle greifen. Wir müssen da greifen, um einfach zu sagen, wir haben einen demokratischen Verfassungsstaat, in dem wir alle Meinungsfreiheit genießen können, frei in unsere Handeln machen können. Aber das muss geschützt werden, dass Menschen, die diese Grundregel des Zusammenlebens oder des Verhaltensweise nicht achten, dass man deutliche Zeichen setzt, ein rotes Schild, stopp, das gehört nicht mehr zur demokratischen Auseinandersetzung. Das ist in unser aller Interesse und deshalb wünsche ich mir, dass die Kritiker und die Kritikerinnen solcher Gesetze, dass sie wirklich schauen, ob das nicht in unserem gemeinsamen Interesse ist, dass wir Schwächeren schützen in dieser Gesellschaft. Ein schöner Satz dazu ist vielleicht, dass die Freiheit eines Einzelnen nur so weit reicht wie die eines anderen. Genau so ist es. Sobald dort eine Grenze überschritten ist, sollte jemand sich einschreiten. Deine Freiheit endet da, wo die von den anderen beeinträchtigt wird. Ganz kurz nochmal, ich habe, weil es gerade eine ziemlich positive Entwicklung gab, also erstmal sind natürlich da die großen IT-Unternehmen in der Verantwortung, also Google, Facebook und einige andere, Twitter ja auch, die sind einmal in der Verantwortung und ich glaube, da gab es auch letztens, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber auch unterschiedliche Unternehmen, ich werde jetzt keine Namen nennen, haben sich gegen Facebook positioniert, haben zum Beispiel die Werbung runtergenommen, weil Facebook eben zu wenig gegen Hetzkommentare gemacht hat. Habe ich gelesen, ich finde das sehr gut. Das finde ich auch sehr gut. Das kommt ein bisschen spät. Ja, auf jeden Fall. Es kommt ein bisschen spät. Das kommt sehr. Deshalb sage ich wir alle, wenn ich wir alle sage, meine dass wir auch die Unternehmen als Nutzerinnen und Nutzer, die Gesellschaft, in der Gesellschaft meine ich auch Unternehmen. Ja.
ja, dass die Firmen, Unternehmen, dass sie auch sagen, wir sehen auch unsere Verantwortung, ja, dass wir diese freiheitlich-demokratische Grundordnung gemeinsam verteidigen, halten, nicht, ja, nur die verteidigen, ja, wie bald fertig, und nicht nur der Staat, nicht nur die Politik, nicht nur die, was weiß ich, die Ermittlungsbehörden, sondern Sicherheitsbehörden, sondern auch wir als Unternehmer. Deshalb meine ich dann, wenn ich sage, wir alle. Ja. Lass uns das so da abschließen. Mhm. Ja. Zu vielleicht ein, noch ein, zwei Sätze. Drei Sachen, noch vier Sachen. Dazu jeweils immer nur einen Satz antworten. Politikverdrossenheit, immer mehr weniger junge Leute wählen SPD. Wie könnte man junge Wähler wieder junge Leute als Wähler SPD gewinnen? Wieder. Ja, indem wir zeigen, dass Argumente alleine vielleicht nützt nicht, sondern wir müssen dann Herz und Kopf der Leute auch erreichen. Vielleicht auch ein bisschen charismatische Personen, Digitalisierung, junge Themen ansprechen. Bundestagswahl 2021 steht an. Momentan sieht es so aus, als würde die SPD in die Opposition gehen, obwohl sie einen Kanzlerkandidaten stellt. Haben Sie persönlich einen Wunschkanzlerkandidaten oder gibt es eine Präferenz Ihrerseits? Also ich denke, SPD hat sehr viele kluge Köpfe an der Spitze. Ja. Einer davon ist Olaf Scholz, aber viele anderen, die wirklich das sehr gute sozialdemokratische Politik nach vorne auch mittragen können. Kurze Frage, wenn Sie wiedergewählt werden, würden Sie eine Wunschposition im Kabinett haben? Eine was? Eine Wunschposition im Kabinett? Na, ich bin sehr gerne Abgeordneter und würde gerne meinen Wahlkreis in Halle, Petersberg-Kabesketal weiterhin unterstützen und für die Bürger als Ansprechpartner weiterhin zur Verfügung stehen. Also es gibt kein Ministerium, wo Sie präferieren? Bildungsministerium. Also ein Ministerium der Zusammenhalt, die wäre total gut. Vielleicht die letzte Frage dahin. Ganz kurz nochmal, parteiunabhängige Personen, dazu haben wir ja was gesagt im Zuge von Kanye West. Ein Leben nach der Politik, wie sieht's aus? Wollen Sie dann auch bei Tönnies in der Beratung arbeiten oder vielleicht bei Gazprom? Also da ich ja vor der Politik auch ein sehr schönes Leben hatte, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen nach der Politik, dass ich mich für ganz, ganz schöne Sachen beschäftige. Ich werde mich engagieren in meinen Kleingartenverein. Ja, okay. Also die Politik verlässt Politik, Sie nicht bis zum Lebensende? Nein, und werde auch im Bereich Bildungspolitik auch weiter was machen. Okay. Die letzte Frage meinerseits und die Abschlussfrage sollte sein, wie wird man ein guter Mensch? Wie ist man oder wird man ein guter Mensch, Herr Diaby? Indem man die Prinzipien des Zusammenlebens nicht aus Augen verliert, dass man immer weiß, dass es grundlegende Prinzipien gibt für das Zusammenleben, das immer im Blick zu halten, dass nicht nur, man ist nicht alleine in dieser Welt, man ist mit anderen und dass man das Zusammenleben, die Regeln davon immer wieder in den Mittelpunkt stellt. Super. Okay, ich hätte jetzt noch eine einzige Frage gehabt, und zwar einfach nur mit Ja, Nein beantworten. Entkriminalisierung von Cannabis, ja, nein? Entkriminalisierung, ja. Aber man darf das nicht kriminalisieren. So ist das gemeint, ja? Ja, genau. Okay, gut. Jetzt wollen wir noch schnell unser kleines Spielchen spielen. Mhm. Ich weiß nicht, haben Sie schon mal von Der Preis ist heiß gehört? Das ist eine Fernsehshow, in der die Kandidaten den ungefähren Preis von Gegenständen raten müssen. Preis für einen Gegenstand. Genau, sie müssen den ungefähren Preis für einen Gegenstand raten. Und zwar habe ich im Supermarkt nach den jeweils teuersten Produkten gesucht. Ich werde Ihnen jetzt ein Produkt nennen und Sie werden dann sagen, im Baumarkt natürlich, Sie werden dann sagen, wie viel das Produkt gekostet hat. Sie werden gegen Roman spielen. Es sind alles Produkte, die mit Kleingartensiedlungen zu tun haben. Also sind Sie also nicht, ganz genau Preise. Sie müssen versuchen, möglichst nah an den Preis ranzukommen. Das Einzige, was beide nicht machen dürfen, ist, sie dürfen nicht überbieten. Also sie dürfen zum Beispiel nicht sagen, okay, das Produkt kostet 90 Euro und sie sagen 91 Euro, dann wären sie raus. Ja? Ah, okay. Ja? Okay. Also ich habe keine Ahnung von den Preisen. Ja, ich auch nicht. Wir spielen gegeneinander. Es ist so, dass wir hier ein kleines Format im Format haben und immer gegeneinander antreten und am Ende wird es dann einen Punktestand geben und der eine muss dem anderen was besorgen, genau. Weil wir sehr kompetitive Menschen sind, brauchen wir das immer mit den Gästen. Mock hat das letzte Mal gegen den Produzenten gespielt. Unser erstes Spiel habe ich gewonnen und jetzt geht es quasi das Spiel, weiter. Das Spiel gewinnen Sie heute auch. Schauen wir mal. Also ich würde einfach mal anfangen mit dem teuersten Gartenzwerg. Wie viel? Sie gehen in den Baumarkt und Sie suchen sich das Produkt der teuerste Gartenzwerg raus. Wie viel kostet der teuerste Gartenzwerg dort im Baumarkt? Darf ich als Erster? Du fängst an. Okay, ich sage
Der teuerste Gartenzwerg kostet 69,99. 69,99? Kauf sich. Sie haben beide überboten, der teuerste Gartenzwerg kostet 30 Euro. Oh. Mhm. Der teuerste Gartenschlauch. Der teuerste Gartenschlauch. Roman, du fängst wieder an. Okay, ich sag... Ich gebe noch den Tipp, der teuerste Gartenschlauch ist 50 Meter lang und der hält eine Belastung von bis zu 30 Bar. Okay. Ich sag 119,99. 119,99? 70. 70 Euro, das ist der erste Punkt für Herrn Dr. Diaby. Wow! Das sind 93 Euro. Die teuerste... 1:1. Die teuerste Schubkarre. Ich gebe noch hinzu, sie ist thermobeschichtet und besitzt ein Fassungsvermögen von 300 Litern. Fangen Sie diesmal an. Sie fangen diesmal an? 100 Euro. 100 Euro? Ich habe eine gekauft vor kurzem, aber das war nicht teuer. Ja, ich dachte, weil Sie jetzt... Ja, ich habe eine Karre, aber... Ich sag 129,99. Er darf nicht überbieten, haben Sie doch gesagt. Nee, er darf den Gesamtpreis nicht überbieten. Das steht 1:1, die teuerste Schubkarre ist 370 Euro, wäre das. 300 Euro. Genau. Jetzt habe ich noch meine hat nicht so viel gekostet. Ich habe noch zwei Produkte, und zwar einmal den teuersten Outdoor-Grill. Hierzu gebe ich das. Outdoor-Grill, was ist das? Das ist ein Grill, quasi, also, den Sie sich draußen hinstellen können. Der ein bisschen mehr ist als nur der normale Kugelgrill. Ich gebe noch hinzu, ein Kühlschrank ist integriert. Ist ein Lebergrill? Markennamen nenne ich nicht. Aber in dem Grill ist ein Kühlschrank mit integriert. Also es ist fast schon eine Küche. Der teuerste Auto. Roman, du fängst an. Ich sage. Antwort? Ja, ich sage 2.500. 2.500? 2.000. Die richtige Antwort ist 2.500 tatsächlich. Ah, jetzt hast du gewonnen. Er hat gewonnen. Ja. Ja, ist, ich bin bescheiden, man sieht ja. Ja, sehr bescheiden. Ich kaufe nicht teure Sachen. Das letzte Produkt wäre gerade bei Politikern der berühmte Spaten. Der besteht aus Stahl und Holz. Roman, du fängst nochmal an. Ist das jetzt die letzte Frage? Die letzte. Okay. Ich sag, Spaten, was? Spaten? Spaten. Spaten. Was kostet sowas? Ich würde sagen, weiß nicht, 39? 39? 40? 40? Ja, damit liegt Herr Diaby näher dran. Herr Dr. Diaby, wir sind bei 78 Euro. Ach so, okay. Aber 1:1 jetzt, oder? Nee, ja, 2:2 würde es stehen. 2:2. Okay, ich hätte noch ein Stechenprodukt, bei dem Sie einfach näher dran kommen müssten. Und zwar die teuerste Rose. Rose? Die teuerste Rose. Diaby, fangen Sie gerne an. Eine Rose? Eine Rose. 2 Euro. Ich sag 2,01 Euro. 2,01 Euro? Ja. Dann machen wir diesmal, wer am nächsten dran ist, weil das ist die Stechenfrage ist, 1,50 Euro. Ich bin näher dran. Sie sind gewonnen. Sie haben gewonnen, für mich haben Sie den Punkt geholt. Merken Sie sich das Pech in Spiel, Glück in Liebe. Ja, Glück in der Liebe, Pech in... Du brauchst das, ich nicht. Aber ich habe in beiden nicht so viel Glück. Also. Okay, alles klar. Okay. So, das war's. Für das Interesse. Das dann vielen Dank. Wir haben einmal ein Gastgeschenk mitgebracht für Sie. Natürlich dafür, dass Sie das Spiel gewonnen haben. Hätten Sie nicht gewonnen, wäre es auch trotzdem das Gastgeschenk. Aber ist das weniger als 25 Euro? Sonst wäre Bestechung. Es ist weniger als 25 Euro. Wir kommen auch ohne politische Agenda, also ist das schwierig mit einer Bestechung. Das ist eine Craft-Bier-Sammlung. Ich habe einmal gesehen, dass Sie... Von Bierkanzlei hier? Ja, genau. Ich bin gelernter Brauer und habe Ihnen mal... Ja, das habe ich gehört. Ja, ich habe Ihnen da mal eine kleine Sammlung zusammengestellt. Das ist aber toll. Das ist ein toller Anfang von Sommer. Ja, genau. Ich könnte sich kühlstellen, vielleicht einen Kleingarten in Ihrer Autoküche für 2.500 Euro. Ich danke euch. Wir bedanken uns, bei Ihnen. Und bis zum nächsten Mal. Und viel Erfolg beim Studium. Danke. Bei dem Studium auch. Wo studieren Sie? In Göttingen. Auch in Göttingen. Auch Göttingen. Okay. Wir beide in Göttingen. Was? Und ich bin der Hallenser. Ich studiere Wirtschaftsinformatik und Politik und VWL. VWL, schön. Und Jürgen Halle auch. Halle. Auch Lehramt. Lehramt. Ja, das stimmt, habe ich gehört. Welche Fächer? Deutsche Mathematik und Sachunterricht aktuell noch. Wow, bitte Mathematik nicht auswählen. Ja, das wird schwierig, sage ich ganz ehrlich. Wir müssen noch ganz kurz einmal abmoderieren. Wir bedanken uns vielmals. Danke, dass wir bei Ihnen zu Gast sein durften. Und ich sage an dieser Stelle Peace und au revoir. Auf Wiedersehen. Ciao, auf Wiedersehen, ciao. Ja. Tschüss. Ciao. Ja, nee, Mathematik. Ménage à trois. Der Podcast mit Mock et Ronka.